Moin Moin, was geht ab, liebe Zocker? Agri für euch am Start. Jetzt gibt es hier nochmal eine kleine Runde Squadron Tower Defense. Und wir haben mal wieder einen wunderschönen Custom-Builder zusammengestellt. Den nenne ich einfach mal jetzt wunderschön. Wunderschön. So, Rename. Wunder Unterpunkt Schön. Das Ö gibt's nicht. Wunderbar ist er nämlich mit dem Bone Warrior, den Ranger, Magnetosphäre, Resonator, Preserver, Halfbreed und Jacques Drasil. Wir könnten uns natürlich statt dem Resonator. Ach, reicht leider nicht. Da muss der Bone Warrior. Wo ist hier raus? Aber Magnetosphäre ist auch ganz geil. Nee, wir holen uns den Bone wieder. Wo ist er? Nein! Fehl, war egal. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Hätte ich sowieso nicht gebaut. So, dann starten wir wie immer durch mit einem Halfbreed. Den setzen wir vorne schön links oder rechts hin. Bisschen übermittig. Hier kommen dann die Ranger wieder hin. Dann wie immer Zerklinge rüberschicken. Und wir werden jetzt aber mal ein bisschen safer spielen, weil letzte Runde, die ich theoretisch hochgeladen hätte, wenn es beim ersten Mal meine Sicherung nicht rausgeflogen wäre und beim zweiten Mal, ich probiert habe aufzunehmen, ich vergessen habe, auf Aufnehmen zu drücken, was natürlich auch selten dämlich ist. Ja, dann hättet ihr mitbekommen, irgendwann davor die Runde, die ich nicht vergessen habe aufzunehmen, dass ich hier wieder ein Titan Strider mitbekommen habe und das mich irgendwie ein bisschen genervt hat, dass ich jedes Mal ein Titan Strider eine Rübe gefeuert bekomme und jedes Mal dann leake und dieser ganze Plan in den Dutten ist, also nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich mir doch so überlegt, ich hole mir jetzt einfach mal ein Gas nur und werde mir dann einen Melee-Eye dazu holen. Oder einen Resman Ranger, meine ich. Oder zwei Ranger sogar. Und das Ganze dann ein bisschen nach hinten verschieben. Da sollten dann genau zwei Ranger. Einer oder zwei, je nachdem, wie lange das jetzt dauert, hier die zu killen, weil entweder mal 29 Mineralien oder 30 bis 32. Wenn wir 30 haben, passt es. Wenn nicht, dann können wir uns, glaube ich, nur einen holen. Wird sich gleich zeigen. Ich glaube, wir kriegen nur 29 hin oder 30 vielleicht. Ja, ne, es werden doch mehr, glaube ich. Normalerweise wäre die Runde schon längst vorbei. Aber der Gegner fightet anscheinend immer noch. Oder liegt vielleicht sogar. Ja, da kommt der Leak. Das wären wunderschöne 32 Mineralien, die ich der nächste Runde hätte. Wenn ich mir jetzt, also wenn ich jetzt hier das Gas nehmen würde, dann wären es 32. Was ich natürlich jetzt nicht mache. Erste Runde geleakt, das ist natürlich hart. So, wir holen uns jetzt hier ja, so ungefähr den Ranger dazu. Wir können sogar zwei Ranger holen. Vielleicht reicht auch einer, vielleicht. Ne, wir werden erstmal nur einen holen. Ich hoffe, dass der eine reicht, falls wir jetzt einen Titan Strider mitbekommen haben. Oder soll ich mir doch aus Sicherheit. Ich probiere es mal mit einem. Ich will hier jetzt gleich ja den Herkules upgraden und wollte ja eigentlich. Ja, schon längst hätte ich jetzt das dritte Gas am Start, aber ein bisschen Safety First hier. Und ja, wie es immer ist, dann kommt da kein Titan Strider mit. Die Welle ist auf jeden Fall sehr sicher. Mal gucken, ob ich mir trotzdem Herkules holen kann. Wenn ich mir das, also sollte wahrscheinlich jetzt klappen. Das wäre auf jeden Fall ein schöner Start, da kann ich mir trotzdem gleich noch ein Gas holen. Sollte auch. Ne, mit Gas passt es nicht. Der liegt schon wieder, ey. Baut der nichts? Oh, Titan Strider dabei. Ja, der hat einen geschickt bekriegt. Ja, das sind üble Biester. Da liegt man so 100% eigentlich, wenn man nicht, also wenn man nur eine Einheit hat. Wahrscheinlich hat ist der auch auf Halfbreed gegangen zum Start. So, wir können uns jetzt hier den Herkules holen. Jetzt ist das schon mal super sicher, die Welle und die darauf kommende auch. Das ist natürlich ein Träumchen. Außer ich bekomme wiederum bei den Space Marines dann
ja, noch irgendwie was Dickes mitgeschickt. Da könnte es auch eng werden. Aber eigentlich passt es jetzt so erstmal. Also die nächste Welle ist auf jeden Fall sehr safety, weil wir sonst die nächste Welle ja nur mit dem Herkules gespielt haben und jetzt haben wir ja auch noch den Ranger dazu. Und der killt an sich auch nicht schlecht. Die Einheiten haben ja hier fast gar kein Leben. Deswegen, das passt schon. So, deswegen holen wir uns jetzt das Gas. Machen jetzt mal bis 5 Gas und dann machen wir das Speed Upgrade dazu. So, ich hole noch ein Gas. Wir wollen jetzt ja mal richtig hier auf Gas gehen. Haben wir noch ein Gas. Mal kurz eine Einheit drüber schicken. Und das Gas hole ich mir jetzt nicht, weil ich gleich lieber noch einen Ranger dazu bauen möchte. Und das würde so wieder nichts vom Income passen, weil ich kriege jetzt hier noch plus 27 Mineralien. Jetzt 28. Und ja, das würde so nicht laufen. Der Typ kann doch hier rausgehen, also da hätte ich gar keinen Bock mehr drauf, das so weiterzuspielen. So, wir können uns jetzt hier noch schön einen Ranger holen. Und noch einen Ranger, bauen wir sowieso um. So, jetzt 3 Ranger, Herkules, safe, würde ich einfach mal so sagen. Also, das sollte eigentlich zu 100% safe sein. Also ich kriege jetzt die ganzen Massen von allen hier als Einzelner geschickt, was nicht passieren wird. Nicht genug Vespingas. Nicht genug Vespingas. Jo. Easy Wave, easy life. So, dann können wir uns das Gas-Upgrade jetzt holen und können gleich einen noch als Milial ausbauen. So, ja, hier der Herkules ist nicht annähernd angehittet. Ist die Frage, ob ich mir jetzt noch ein Gas hole? Also 88, 100. Oh, ne, das klappt glaube ich nicht. Können wir es riskieren? Nein, wir können es nicht riskieren. Jetzt genau 2 Mineralien. Kein Bock, jetzt irgendeine Einheit wieder zu verkaufen. Aber jetzt 5 Gas, 1 Speed. Er hat auch 5 Gas, 1 Speed. Er hat 7 Gas, 1 Speed. Hm? Der Producer vorne, ne? Ja. Spawn heißt er. Er ist Murf. Murf. 26 Income. Ich war noch ganz schön weit zurück. Ja, ein bisschen anders gespielt. Hätte ja sonst jetzt auch schon ein bisschen mehr Income. Aber ich upgrade jetzt ja wieder. Danach kommen Roaches, also kann ich jetzt theoretisch voll upgraden. Also alles ins Gas stecken. Roaches schaffe ich ja auch. Mit dem Upgrade, also mit dem... So... mir trotzdem. Soll ich mir noch einen dazu holen? Nee, ich gehe. Ich gehe auf Gas. Wir spielen ja volles Risiko. So 10. Gas. Nächstes Upgrade. So, kriegt trotzdem das noch. So, jetzt kommen 36 Roaches. Danach dann, wenn wir das 10. Gas haben, mache ich das nächste Speed Upgrade. Auch nichts mit. Auch wieder easy. Schon den ersten Mut darüber schicken. Ziloten wird dann härter. Da sollten wir jetzt erstmal ein bisschen safen noch. So, noch ein Mut darüber. Gegner liegt anscheinend wieder, doch nicht. So, dann kann ich die beiden ausbauen. Sollte für Welle 7 auch passen. Dreimal die dicken Dinger hier und den Herkules. Ich habe einfach 185 Kills gemacht, mein Freundchen hier. So, dann nochmal einen Mutter rüber schicken. Income bin ich mit top auf jeden Fall. Murph ist noch ein bisschen besser.
Den werde ich jetzt aber auch gleich überholen. Na, vielleicht auch nicht. So. Grim Reaper danach. Jetzt haben wir noch zwei Upgrades. Auch easy. Ich glaube, wir holen uns den Magnetosphärenresonator gleich dazu. Ja, das muss schon irgendwie. Eigentlich müssten die beide mit drin sein. Die laufen ja eher weniger nach da. Oder wo wir uns einen. Ich glaube, ich will den hier haben. Packen wir mal dahinter. Können wir sogar noch ein Gas holen. Eigentlich würde ich jetzt schon längst das Speed Upgrade. Oh, wir safen das noch. Holen jetzt lieber gleich das Speed Upgrade dazu noch. Bleibt erstmal bei 12. Der ist leider nicht mit drin, nur die hier. Also haben die ein bisschen Schild gekriegt, 45. Das war vielleicht auch ganz sinnvoll, weil das sieht jetzt echt übel aus. Schild ist weg. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir liegen das erste Mal. Haut drauf, ein noch, komm, ein noch. Oh, schade, ja gut, vier Stück. Ja, ist in Ordnung, ne? Vielleicht, obwohl das Schild war ganz cool, hätte vielleicht, mir doch den Constructor holen sollen, dann hätte ich hier erstmal dem Herkules das, wie ist das Relay? Irgendein Relay, ist das so ein Heilrelay? Dann wird der Herkules geheilt. Das ist auch ganz nice. So, wir können jetzt hier den, ja, die Depots dauern mal wieder. Wir können jetzt hier den Jacques-Drasil holen. So, den packen wir vor dem Herc hin. Der hat 1,5 Leben, der Herc ist zwar noch ein bisschen stärker, aber gleich, wenn wir hier den Tree of Knowledge haben, dann ist der unschlagbar. Neunte Welle, 45 Exotics. Sollten wir den vielleicht sogar noch ausbauen können und dann ist die 10. Welle auch schon dicht. Also sollte dann kein Problem sein, die 10. Welle zu schaffen. Das rüberschicken wieder. Nicht vergessen. Und wir kriegen auf jeden Fall unseren Tree hin. Das ist richtig nice. Die erste Infusion hier auch schon das System hier. Haben die etwa Angst. Also ich sehe der 10. Welle ganz gelassen entgegen. Ich denke, das wird gut klappen. So, 430 Income. Da ist der Baum. Der Baum des Wissens. Sieht gar nicht aus wie ein Baum, ne? Okay, ja, das passt. Ein paar kleine Futzeleinheiten rüberschicken. Eigentlich ist es besser, wenn man dann jetzt schon ab der Zeit eigentlich Firebat schickt. Weil das Gas-Cap ja auch schon bei 210 ist. Sonst füttert man die Gegner nur. Ah, bei mir kommt noch nichts Starkes mit, auch nur kleine Zerklinge. Ja, klebt noch. Erst das Dauern. Hier Kleinwand down gemacht. Wir können nachher, genau, wir machen jetzt hier nämlich Speed Upgrade. Das wollten wir schon längst machen. Schicken noch einen Zerkling rüber. Und dann können wir hier wieder ordentlich Gas Upgrades machen. Und. Oh, was holen wir uns noch? Holen wir uns noch irgendwas? War da noch ein Rain? Ach, nee, es kann die Pähne. Das ist egal. Brauchen wir nichts. Erstmal hier. Aber so läuft das sowieso nicht. Wir können hier zwei Gas machen. So müssen wir es machen. Jetzt sind wir gleich wieder hier Supply Block. Ja, ich wollte ja
mich dran halten, dass ich jetzt nur noch Mutas rüber schicke. Oder gleich eigentlich Firebats. Sehr einfach. So, dann holen wir uns hier noch einen Jacques 3 dazu. Schon wieder, ne? Immer Depots. Zip. Wir machen hier bis 20. Jetzt hier wieder ein Firebat. Wird jetzt auch schwer. Ich muss hier auf jeden Fall auch noch ein Schild hinbauen. Das Support down hier. Das wird jetzt super hart. Aber der killt jetzt sehr viele, wenn er stirbt. Ein Träumchen ist. Ah, easy. Herpy, ja, im Stall. So, bis 20 für uns jetzt das Speed Upgrade das nächste. Bei 25 das nächste und dann das letzte. Okay, wir können jetzt hier uns ja auch mal so einen Resonator dazu. Der müsste ja auch nach vorne gehen, dann setzen wir den aber so ein bisschen abseits hin, dass er nicht sofort Schaden kriegt. Und uns hier nochmal einen Ranger dazu. Und holen uns jetzt noch ein Depot dazu. Und machen das, ja, machen jetzt bis 25. So, und ich muss hier schon wieder rüber schicken. Und Firebat. Ja, sollte doch jetzt mit reingehen, ne? Dass sie Schild kriegen. Gibt das Schild? Ja. Wir schicken jetzt das Fettes rüber. So. Easy Wave. So. Dann hier noch ein Tree und nochmal ein bisschen Gas. Hier noch ein Firebat rüber. Jetzt gehen wir hier vorne Massive Trees und dann dahinter oder da, ja, dann dahinter hier nicht Wheel of Knowledge, sondern. Oh, wie heißt der denn jetzt hier? Ja, auf jeden Fall der Tree of Life, ne? Das glaube ich. Nee, hieß anders. Ach, schon wieder hier Gas Cap. Nicht Gas Cap, Supply Cap. Noch ein Feier. Das wird schwer. Das ist mit die schwerste Welle für mich. Dann werde ich wahrscheinlich liegen. Liege ich so häufig. Naja. Einfach easy gekillt. So, noch ein Upgrade. Speed Upgrade. Jetzt kommen Lurker. Wir könnten den Sonata nochmal kurz upgraden. Den hier nochmal umwandeln zum Melee Eye. Und dann schicken wir 450, ja, das ist natürlich blöde. Ne, wir bleiben jetzt erstmal noch Firebats. Bin ich jetzt hier gut drauf. Ja, meine Damage Dealer kriegen ganz schön auf das besser. Das geht schwer. Ah, der Halt geht gut steil diesmal. Das schaffe ich wieder. So, dann nächste Upgrades. Dann noch einen Chakra. Und den wandeln wir jetzt auch nochmal um und holen uns hier noch ein Upgrade. Wir schicken jetzt schon dicke, fette Dinger mit die ganze Zeit und gleich haben wir es schon fett ausgebaut. Nur noch drei Upgrades. 289 Income, wir sind hier von Income einfach mal richtig top drauf.
das Zitat. Ich würde es auch schon dauern. Ne? Läuft. Ist Upgrades. Voll ausbauen. Nee, Probleme? Nö, auch nicht. Läuft auch alles. So, dann. Ja, sind wir gerade dabei. Noch so ein. Lass mal hier was rüberschicken wieder. Und dann holen wir uns die beiden letzten Upgrades. Und wir holen es ein weniger. Wir wollen uns noch einen Herkules dazu holen. Packen wir da hinten mit rein. So, Gaskap passt auch. Jetzt kann ich hier die ganze Zeit diese fetten Dinger, wo es richtig geil Income gibt, mit rüber schicken. Brauchen da mehr Block irgendwie noch. Das gerade gesehen, irgendwie meine Maus hat. Ah, jetzt geht's wieder. Hatte gerade Spastiken, habe ich so das Gefühl gehabt. Okay. Ja, Depot natürlich wieder. Wir brauchen Tree of Life. So, den hier. Und hier noch so einen Resonator einfach mal hinpacken. Das sieht auch schon gut aus. Also das letzte machen wir jetzt erstmal nicht. Ach komm, wir uns das letzte. Das eine Gas. Das macht den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Ich bin so fett im Kamm hier. Wollen wir uns das auch noch holen? Komm, wir machen es jetzt voll. Scheißegal, ob wir jetzt liegen, die letzte Welle. Aber. Werden wir gleich erstmal, wir kriegen so viel Income, wir hauen jetzt das ist gleich jetzt alles nur noch ins System rein. Wenn wir dann leaken sollten, dass auf jeden Fall die Welle safe ist. Ah, Depots. Jetzt hau das doch mal raus, brauchen wir noch. So, jetzt können wir. Dann noch einen hiervon. Und jetzt Upgrades für System. Machen wir jetzt nur noch System. Wir bleiben direkt drin. Alles, was jetzt reinkommt, geht direkt ins System rein. Wir wollen auf jeden Fall die 20. Welle schaffen. Und wenn man die so hart leaken, sollte das auch passen. Ja, hier brauchen wir mehr von Tree of Life. Der safe die Einheiten gut. Team jetzt leaken. Das sind nur ein paar Einheiten. Das sollte kein Problem sein. So, Fettis kommen. Okay. Jetzt noch ein Depot natürlich erstmal. Tree of Life. Dann noch ein Jaktra. Oder den verkaufen wir wieder. Wir holen uns Server noch dahinter. Schicken jetzt natürlich was Fettes mit. Und den machen wir zum Archivar. Und holen schnell noch einen Ranger dazu. Machen wir auch noch aus. Und wieder ein bisschen Kohle hier reinsetzen. Ich hoffe, wir schaffen es. Es ist super schwer. Nur so eine scheiß Mutterschaft dabei. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Nice. Ganz einfach gehalten. Geile Mischung. Also es ist nicht immer so, dass man das so perfekt hält, aber wir sind nicht gerade, aber das schaffen wir hier. Erstmal haben wir noch eine gute Masse hier stehen.
Das sind viele. Bitte steuer vernünftig. Ja, das hat er gut gemacht. Ist auch gut. Mal upgraden. Ja, ist auch down. Nice. Richtig geil, jetzt kann es richtig abgehen. Okay, wir holen uns jetzt erstmal Depots. Ganz wichtig, wir holen jetzt erstmal richtig massive Depots, weil es geht mir langsam echt auf den Zeiger, dass wir hier die ganze Zeit Depots brauchen. So, und jetzt gibt es erstmal hier weiter ordentlich fette Einheiten. Und upgraden das System jetzt komplett. Also wenn ich die Welle davor geschafft habe, sollte ich die nächsten jetzt auch alle schaffen. Ich weiß gar nicht, ob sich das Schild dann auch... Das stackt sich anscheinend. Es sah so aus, als wenn es sich stacken würde. Ah, kommt ein bisschen was durch. Ja, letztes Upgrade jetzt. Haben wir das System voll geupgradet, mein Gas ist voll geupgradet, also ja, es ist jetzt voll, alles voll. Jetzt geht es nur noch Farmerei, jetzt wird hier nur noch Income gefarmt, Leute. Und wir werden uns jetzt hier von diesen, wenn die sich stacken lassen, also, sorry, aber... Dann gibt es erstmal Masse davon. So, das ist natürlich Träumchen. Und jetzt erstmal gleich richtig viele Tree of Life, viele Tree of Knowledge und dann eine richtige Batterie, Melee und Archive dahinter noch. Bis zur 30. Welle muss das dann soweit stehen. Wir hauen jetzt nur noch Income raus. Also wir gehen jetzt voll auf Income. Shield und Shield Generation. Die Dinger machen trotzdem, also die Teile machen halt auch gut Schaden. Die haben so 0,25 Waffengeschwindigkeit. Das ist natürlich auch ein Träumchen, ne? Das geht richtig steil. So, 1,5 haben wir dazu bekommen. Okay. Erstmal wieder Gas ausbauen. Zack. Und hier nochmal einen davon. Dann holen wir uns hinten nochmal einen Archiv dazu. Hopp. Zip. Direkt nochmal ausbauen hier. Dann wieder Gas ausbauen. Gucken wir mal bei Gas an. Income 765. Ja, dann haben wir mal schön 200 weniger als ich. Oh, aber es sind schon super stark. Hauptsache vorne ist gut Block. Ja, und der Block ist gut. Auch die Herkulesse halten richtig gut was aus. Schild und plus 2% Schildregeneration muss man ja auch nochmal bedenken. So, wir kommen jetzt hier nochmal zwei Herkulesse hin. Zack. Dann hier nochmal ein Jagdrasil davor. Den machen wir wieder. Was? Okay. Depots. Erstmal. Hier erstmal, sonst ist der Gascap gleich wieder voll. Dann hier noch ein Ranger. Wir machen jetzt hier hinten mal eine Batterie Ranger dann noch hin. Bauen wir gleich. Wir kann ich nicht bauen. Die bauen wir gleich voll aus. Dann hier. Bauen wir halt auf der Linie. Mir doch egal. So, dann da noch. Nochmal upgraden. Einmal wieder rüber schicken, meine ich. Die drücken wir ja schon wieder zurück. Geht da zurück, wo ihr gekommen seid. Drecksviecher. So, wir bauen jetzt erstmal durchgehend eigentlich Gas aus. Supply aus. Hatte
nichts als jedes Mal. Ist immer noch am Kämpfen. Ich bin irgendwie relativ schnell fertig hier. Oh, da wird geleakt. Hier. Das sieht auch nach einem Leak aus. Die Tios nicht schlecht sind. Deos, wir fahren nach Latsch. Okay, noch ein bisschen Supply ausbauen. Wir haben die Kohle. Kostet ja nichts. Wenn Einheiten wissen schon nicht mehr, was sie machen sollen, sind so hart gechillt. Okay, dann. Ach ja, hier war noch einer. Den wollten wir noch ausbauen. Jetzt mal direkt noch einen hin. Zap. Und dann hinten. Nur das Beste. Nur das Feinste vom Feinsten. Das Beste vom Besten. Das schmeckt so gut. Yummy, yummy. Insider. Das läuft von Half-Baked. Das ist so eine scheiße Wurstwerbung. Als wenn sie nie da gewesen wären. Alter, meine Wellen gehen, also meine Einheiten gehen so steil. Einfach mal 1000 Income. Das ist einfach mal. Also, die Bauweise ist das Nonplusultra, würde ich mal so behaupten. Die sind auch so geil, die Schwammhorst. Die lenken halt die ganze Zeit die Einheiten ab. So, lass mir das rüberschicken. 2000. Jetzt müssen wir ein bisschen ausbauen hier. So, dann. Ach, nicht genügend Mineralien, ach so. Nächste Runde. Eine dicke Batterie hier. Nicht genügend Pingas. Erstmal mir eine E anstecken. So eine geile Runde. Na, das könnte hart werden, oder? Was war das denn? Das war die Kraft von Thor. Diese Blitze gerade darunter. Gib mir Kraft. Smölmiel. Oder wie heißt das? Smölmiel? Ich glaube, ne? Ja. Okay. Dann. Ach ja, das muss ich abbauen hier. Im Wechsel oder? Ah, ich glaube nur in den Tri, oder? Oder ein Heiler noch dazu. Oder ab hier die Heiler noch? Ach komm, wir machen Tri. Wir machen den Tri. Echt ein Träumchen. Aber trotzdem habe ich die Befürchtung, dass ich bei der 30. Welle gleich hart bieten werde. Sieht alles nur so rosig aus, habe ich so das Gefühl. Jetzt ein Income hier. So. Noch zwei. Sch-
Schade, kann ich jetzt nicht mehr noch ausbauen. Keine Kohle mehr dafür. Brauchen trotzdem noch mehr von den Tree of Life gleich. Nächste Runde. Holen wir uns natürlich welche davon. Machen hier noch ein bisschen Gasausbau. Weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Gaslimit gibt. Ist hier Limit auch bei 200? Könnte sein, ne? Ich glaube, es war so. Werden wir gleich sehen. Hm, kommt was durch. Er schafft es. Schafft es ja auch mit dem Theosen. Oh, beim Gegner kommt auch mal was durch. Braucht ganz schön lange. Ich denke, es ist. Es ist hier schon gar nicht mehr so viel. Ich kann hier mal ein bisschen Gas ausbauen. Müssen wir mal was rüberschicken hier. Er hat es auch geschafft. Wir haben eine Einheit wieder angelockt. Oh, nicht schlecht, kriege ich noch mehr Income. Sind wir erst bei 1400. Okay. Ja, ich glaube 200. Ja, mehr kann ich nicht ausbauen. Okay, dann wollten wir ja die hier. Ja, hat man die jetzt so schon aufgebaut? Wenig. Ah ja, genau, wir wollten ja erstmal noch hier Tree of Life nochmal dahinter setzen. Also 2, 3 oder so. So. Nicht genügend Mineralien. Was? So teuer die Dinger. Ja, wissen wir ja eigentlich. Aber die Resonatoren, wo waren die denn? Ach, da, ne? Ja, können wir noch ausbauen, da auch noch einen. Und Archivare vielleicht gleich nochmal. Wenn sie wirklich nicht da gewesen wären. Es ist tot. Ein Traum. Dann wollen wir mal zwei Tore mitschicken. Dann wird geleakt. Hier auch. Hier nicht. Also langsam bin ich zuversichtlich, dass wir die 30. Villa auch easy schaffen werden. Wandeln. Die beiden noch. Archive noch. Ich glaube, wir holen uns lieber noch hiervon welche. Ja, dann verkaufen wir den einen hier wieder. Mit rüber schicken. Jetzt wird's interessant. Das ist super hart, die Bälle. Flexen, 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 flexen. Ha, nice. Geile Aktion, ey. Und ich habe da einfach noch die übelste Menge da am Start, ey. Oh, das wird hart jetzt, ob ich die auch nochmal platt kriege. Ich habe die Unterstützung hier leider nicht. Ich brauche seine Unterstützung hier, er muss die jetzt killen.
Ah, werden sie wieder abgelenkt noch. Ah, schade. Geht nichts mehr. Die haben es geschafft. Naja, ich hätte es auch geschafft, also wenn ich alleine gespielt hätte. Leute, das war doch mal eine richtig geile, grandiose Runde. Einfach richtig fett auf Gas gegangen und einfach 30. Welle easy, wirklich easy weggemacht, ne? Also besser geht's eigentlich gar nicht. Das wäre eine perfekte Runde, also fast perfekt. Zwei von meinen Teammates hätten halt rausgehen müssen. Schade eigentlich. So was, 59.000. 51k in the house. So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt doch mal einen Daumen nach oben. Und ja, ich mache gleich wieder eins. Und ich hoffe, meine Teammates sind auch ein bisschen besser. Ich will mal, ja, bis steht einfach, ja, bis Max spielen. Also wirklich komplett Limit, nur fetteste Einheiten. Und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wird sich zeigen. Haut rein. See you.